Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 im Singleplayer hier auf der Südhämmern. Jawohl, unser kleines Curseplay-Experiment und das geht nicht weg da unten, wenn ich die... Naja, egal. Das geht nicht weg, wenn ich das Curseplay-Fenster zumache. Egal. So, wir sind ja noch am Dreschen hier. Der ist... Am Stottern. Weiß nicht, ob das jetzt was mit dem Exchanged Ex na, mit dem Vehicle-Dingsbums hier zu tun hat. Irgendwie scheinbar schon. So, der ist noch hier am ne und so. Und wir versuchen jetzt einfach mal. Wir versuchen jetzt einfach mal, ist hier schon was drin? Nein, kann nicht, weil der ist ja noch beschäftigt. Spiel wieder alles und das am besten sofort. Wir sollten dem Fendt vielleicht ein Frontgewicht verpassen. Und ich sollte mich daran gewöhnen, dass ich hier mal mein Lenkrad benutze. Ja, falsche Taste. Mal dran vorbei, ja, kommen wir. Ich kann immer noch nicht in der Außenansicht rückwärts fahren. Aber in der Innenansicht hier noch weniger, weil die Spiegel nicht funktionieren. Also jedenfalls nicht so, wie ich das möchte. Ich sehe damit alles, nur nicht meinen Fahrweg. So, dann sollen wir hier mal das andere Türchen öffnen. Oder geht das? Nee, man sieht mittlerweile immer noch nicht so wirklich viel. Irgendwer hat da durchdrehende Reifen, das finde ich jetzt gerade nicht ganz so prickelnd. Verwechsel immer noch die Tasten. Achso, das ist wieder, weil der hier gerade am Umdrehen ist. Sobald er seine Position geräumt hat. Fährt der, glaube ich, auch weiter. Ja, macht er. So. Wir probieren jetzt mal Folgendes. Und zwar könnten wir eigentlich gleich den Kurs nehmen, den wir für den Abfahrer oder für den Abtanker genommen haben, weil der fährt ja über das Strohentladelager. Habe ich ja clever, wie ich ja gemacht. Nein, das war ein dummer Zufall. Wir probieren das einfach. Wir stellen um auf Feldarbeit und kombinieren die Kurse Dreschen und Abtanken und wir schauen mal am letzten oder nächsten passenden Wegpunkt Kursgenerierung war hier nicht irgendwas zu beachten. Ersten Punkt gerade anfahren deaktiviert. Genau, das war das Problem, was wir beim letzten Mal hatten. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt immer noch so ist. Wir lassen ihn einfach mal gleich hier starten. Gucken, ob das funktioniert. So, rechte Maustaste, Abfahrer einstellen. Irgendwie.
Irgendwas ist hier gerade. Irgendwas funktioniert gerade nicht so, wie es soll. Habe ich das dumme Gefühl? Fahrer entlassen. Wir machen das nochmal anders. Achso, Lenkrad, da war was. Am nächsten passen, am naheliegendsten, am ersten Wegpunkt. So. Achso, wir haben drei kombinierte Kurse drin. Ich habe vergessen, den anderen Kurs zu löschen. So, nochmal. Der, der und nun passt das auch. Und Abfahrer einstellen. So, das läuft schon mal. Das ist sehr schön. Jetzt kommt es hier hoffentlich gleich nicht zu Kollisionen. So, der ist bei 64% da, unser Fendt. Der versucht gerade den Drescher einzuholen. Sieht aber ganz gut aus. Die Taste. Mein kleines Screenshot gemacht. So, mal gucken, wie er damit umgeht. Vielleicht sollten wir doch bei solchen Geschichten, wenn wir das... Nö, macht er doch ganz gut. Aber jetzt hat er gleich das Problem, dass ihm da was im Weg steht, oder? Okay. Noch nicht. Sieht sehr gut aus. Doch, sieht sehr gut aus. Er lässt auch echt kein Krümel liegen, so wie das aussieht, ne? Aber das funktioniert ganz gut. Das mit dem Mais ist komisch. So, der Hafer da drüben, der muss wahrscheinlich erst noch wachsen. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe jetzt noch nicht nach den Wachstumsstufen geguckt. Ich weiß bloß, dass Hafer drauf ist. Können wir gleich mal gucken. Wir müssen Wachstum mehr wollen. Das ist auch clever gelöst, dass der das hier so ein bisschen so auskurft. Aber nicht gleich eine riesengroße Kurve fährt. Also der bleibt wirklich auf dem Feld. Oder zumindest versucht es. Na gut, die kleinen Zipfel an den Ecken da, da kann man drüber hinwegsehen. Naja, klappt nicht so ganz, wie es soll, aber es ist nah dran. Wahrscheinlich mehr oder besser, als wenn ich das manuell machen würde. Wir sind uns jetzt bis jetzt auch noch nicht großartig in die Quere gekommen, hier mit dem ganzen Geschleuder. Okay, die Meldung, dass die durchdrehenden Reifen haben hier beim Wiederanfahren, das ist doch manchmal ein bisschen komisch.
Was macht er da? Was macht er da? Ja. Ist okay, kann man durchgehen lassen. So, jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob das klappt, ob das so funktioniert, wie ich mir das dachte, mit dem Abfahren. Oder ob ich da wirklich noch einen extra Kurs fahren muss, aber ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. Okay, die kommen sich hier, glaube ich, gleich wieder. Ein bisschen ins Gehege. Nein. Der bleibt wieder kurz vor Ende stehen. Oder am Ende stehen. Nur wenn wir jetzt noch einen dritten Traktor hätten, dann könnten wir gleich das erste Getreide wegfahren, beziehungsweise könnten auch schon anfangen hier zu Okay, bleib doch mal stehen, Menschenskind. Okay, das funktioniert noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Gut. Also, Verkehrs- und Hinderniserkennung ist da, aber ihr bleibt nicht stehen. Sofort abfahren. Hallo? Hallo? Das ist scheinbar irgendwie noch so ein bisschen buggy. Warte mal. Wir fahren jetzt irgendwie alle rückwärts hier. Was macht ihr? Na komm, fahr weiter. Und fährst du jetzt auch rückwärts? Okay, du fährst jetzt ab, das ist auch gut. Ganz das Wahre ist das noch nicht, kann das sein? Also wir sollten vielleicht mit dem Strohsammeln wirklich warten, bis der fertig ist. Jetzt so meine Vermutung dazu. Warum fährst du jetzt auf? Hallo, hallo? Du fährst doch jetzt gerade verkehrt rum. Hier irgendwie. Ich teste jetzt irgendwie. Okay, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit diesem Vehicle Exchange Vehicle zu tun.
dass der hier irgendwie nicht so ganz das macht, was ich von ihm will. Und der ist jetzt da und macht jetzt weiter oder wie oder was? Okay, wenn ich den auf rückwärts fahren setze, dann fährt er vorwärts. Auch gut. Wo willst du denn hin, Menschenskind? Irgendwie ist das hier alles gerade ein bisschen... Ich weiß echt nicht, was ihr hier macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er lässt sich auch gerade nicht abschalten irgendwie. So ganz das Wahre ist es scheinbar noch nicht. Du hast keinen Zugang zu diesem Land? Achso, ja. Ey, was? Achso, wir haben das Ding noch gar nicht gekauft, wa? Fällt mir gerade ein. Ja, gut, okay. Ja gut, ins Silo reinschütten hätten wir trotzdem können. Er kommt hier irgendwie gerade so nicht so ganz klar. Er will immer noch zu diesem einen beschissenen hässlichen Wegpunkt fahren. So. Dann machen wir das Ganze anders. Planen wir den Kurs nochmal. So, Drescher. Machen wir mal so, wo er jetzt hier wieder ewig sucht. So. So, er ist jetzt wieder da angekommen, wo er hin wollte. Achso, das Problem war genau. Wir hatten ihm ja gesagt, er soll am ersten Wegpunkt anfangen. Und deswegen hat er den ganzen Krempel jetzt nochmal vorne abgefahren.
So, er ist fertig. Fährt jetzt hier einmal voll durch die Frucht. Auch immer er jetzt hin will, ich weiß es nicht. Okay, die Meldung durchdrehende Reifen kommt auch beim Abtanken, weil er geblockt wird quasi durch den 313er oder durch den Fendt. Es scheint aber zu funktionieren. Jo, jetzt kommt der spannende Moment. Abladestelle erreicht. Das sieht gut aus. Jawohl, es funktioniert. Dementsprechend müsste unsere Stromanzeige hier ja auch steigen. Und das tut sie auch. Super, wunderbar. Dann würde ich sagen, das hat geklappt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und fangen mit dem Grubbern an. Wird ja hoffentlich auch funktionieren. Vielleicht auch erstmal düngen und dann grubbern. Mal gucken. Bis denn. Tschüss.